Der Gräuel der Verwüstung. Was ist der Gräuel der Verwüstung? Immer wieder werdet ihr hören davon, dass gesagt wird, der Gräuel der Verwüstung wäre eine römische Feldstandarte, die aufgestellt worden wäre im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Das hat keinerlei Grundlage im Text. Jesus selber spricht von einem Gräuel der Verwüstung in seinen Endzeitreden und verweist auf Daniel. In Daniel 9 wird auch dieser Gräuel der Verwüstung erwähnt, auch noch an zwei anderen Stellen. Aber speziell in Daniel 9 kann man sehen, dass dieser Gräuel der Verwüstung von Antiochos Epiphanes durchgeführt oder aufgestellt oder man darf auch sagen angerichtet wurde. Der Gräuel der Verwüstung, den Antiochos Epiphanes dort angerichtet hat, ist aber nicht, dass er den Tempel verunreinigt hätte, sondern dass er Hunderttausende von Juden dort getötet hat. Das ist der Gräuel der Verwüstung, der schon einmal in der Antike von einem Antiochos Epiphanes angerichtet wurde und der in der Endzeit von einem neuen endzeitlichen Antiochos Epiphanes angerichtet wird, einer endzeitlichen politischen Größe, die dem antiken Antiochos Epiphanes aufs Haar gleicht und der auch genau dasselbe tun wird. Der wird nämlich nach Jerusalem reinbrechen und wird dort die Menschen, die dort in Jerusalem sind, töten. Und weil diese Menschen, die dann in Jerusalem sind in der Endzeit, weil die wiedergeboren sind, ist das nicht nur eine Verwüstung des Landes Israel, sondern sogar der Gräuel, das Abscheuliche der Verwüstung, dass dort wiedergeborene Menschen in Jerusalem getötet werden. Die Formulierung, die ihr in manchen Bibelübersetzungen findet, dass da ein Scheuelbild oder ein Gräuelbild aufgestellt würde, das findet man im Grundtext nicht. Das ist eine Auslegung, eine Interpretation. Und die kommt daher, dass man der Meinung ist, dass dieser Gräuel der Verwüstung eine römische Feldstandarte gewesen wäre, weil man alle diese Daniel-Prophetien auf die Zeit 70 nach Christus deutet, was meiner Meinung nach aber überhaupt gar keinen Bestand hat. Wenn in Daniel steht, dass bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung stehen, dann ist die große Frage ja auch die, was ist denn damit gemeint, bei den Flügeln? Welche Flügel? Die Flügel des Altars oder die Flügel der Stiftshütte? Der Altar hatte keine Flügel, der Altar hatte Hörner. Und die Stiftshütte war zu der Zeit gar nicht mehr da, die ist nämlich aus der babylonischen Gefangenschaft gar nicht mehr zurückgekehrt. Das heißt also, diese Formulierung bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung muss etwas anderes bedeuten. Und wenn man diesen hebräischen oder aramäischen Ausdruck dann im Detail sich mal anschaut, dann sieht man, dass man auch übersetzen dürfte und bis zur letzten Spitze, bis zur Flügelspitze, bis zur äußersten Spitze, bis in den hintersten Winkel wird dieser Gräuel der Verwüstung reichen, weil nämlich jeder, der in Jerusalem dann eingekerkert, eingeschlossen ist in dieser Belagerung, wird vom Antichristen getötet werden. Da wird niemand übrig bleiben. Paulus formuliert das in 1. Thessalonicher 5 so, dass er sagt, und sie werden nicht entfliehen. Es wird niemand entfliehen zu der Zeit. Warum? Weil dieser Gräuel der Verwüstung, der Meuchelmord an den wiedergeborenen Menschen in Jerusalem bis in die äußerste Ecke, bis in den hintersten Winkel reichen wird. Und das ist ausgedrückt mit dieser Formulierung, bei den Flügeln oder bis an die Flügelspitzen, bis in die hinterste Ecke in Jerusalem. Das sind interessante Gedanken, die könnt ihr versuchen am Text nachzuvollziehen. Ihr werdet das in gängigen Auslegungen nicht finden, weil man da eine bestimmte Theologie vertritt und an dieser Theologie auch festhält und an der römischen Linie festhält und an der Linie festhält, dass da eine römische Feldstandarte aufgestellt worden ist. Das entbehrt aber jeglicher Grundlage in der Bibel. Das wollte ich euch kurz mal zurufen. Wenn ihr wollt, informiert euch darüber. Ich blende euch auch hier ein paar Teile davon ein. Und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.